Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Es geht heute um ein Buch von einem Autoren, wo ich das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, sehr, sehr, sehr geliebt habe. Das ist mit eins meiner Jahreshighlights, denn es hat 5 Sterne von mir bekommen. Und es will eigentlich schon was heißen, weil die vergebe ich eigentlich wirklich sehr, sehr selten. Und aus diesem Grund habe ich mir dann direkt das weitere Buch von ihm gekauft, was er geschrieben hat, und habe es jetzt eigentlich auch direkt verschlungen, auch in einer Nacht sozusagen. Hat eigentlich auch nicht viele Seiten und hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Es geht hierbei um Metamorphose am Rande des Himmels von Matthias Malzieu. Das Ganze sieht so aus. Ich finde auch hier das Cover wieder sehr, sehr schön. Ich mag auch diese Schrift gerne und das Cover erinnert ja im Prinzip auch an die Mechanik des Herzens. Das ist das andere Buch, was ich von ihm gelesen habe. Vielleicht hat der ein oder andere die Rezension zu diesem Buch von mir gesehen und wer sie gesehen hat, der weiß, wie sehr begeistert ich davon war. Und auch dieses Buch fand ich sehr, sehr gut. Ich fand es eigentlich nur geringfügig schlechter, sag ich jetzt mal. Also es hat von mir keine 5 Sterne bekommen, sondern nur 4. Das Ganze hat 141 Seiten und ist im Karls Books Verlag erschienen. Ja, das eigentlich so zu den Eckdaten. Und hier in diesem Buch geht es um Tom. Er ist der schlechteste Stuntman aller Zeiten im Prinzip. Also er ist zwar Stuntman, aber alle seine Stunts gehen irgendwie schief. Also er ist besessen zum Beispiel vom Fliegen. Er versucht mit Hilfe von selbstgebastelten Flügeln von irgendwelchen Bäumen zu springen oder Häusern zu springen oder sonstiges. Und natürlich macht sein Körper das nicht lange mit. Er trägt immer wieder Verletzungen davon, Knochenbrüche und sonstiges. Und er ist im Prinzip so ein, so ein umherfahrender Spielmann sozusagen, so ein Alleinunterhalter und begeistert damit die Menschen. Eines Tages wird er krank, sehr, sehr schwer krank, im Prinzip erkrankt er tödlich und soll jetzt sozusagen sein restliches Leben in einem Krankenhaus verbringen, was ihn, der den Himmel sehr, sehr liebt und das Fliegen halt sehr, sehr liebt, total einschränkt irgendwie in seiner Freiheit. Er schleicht nachts im Krankenhaus durch die Gänge und landet eines Nachts auf dem Krankenhausdach und begegnet dort einer mysteriösen und geheimnisvollen Frau, die Flügel trägt. Und diese geflügelte Frau macht ihm einen Vorschlag, der sein Leben komplett verändern wird und der ihn aber von seiner tödlichen Krankheit befreien soll. Ob er auf diesen Deal sozusagen eingeht und was dieser Deal überhaupt beinhaltet, das müsst ihr selber lesen. Aber dieses Buch steht auf jeden Fall der Mechanik des Herzens in seiner Bild- und Wortgewalt in keinster Weise nach. Also auch dieses Buch ist sehr metaphorisch geschrieben. Es ist sehr poetisch geschrieben, auch wieder sehr, sehr emotional. Und diese Sprache, ich finde es einfach wunderbar. Es ist einfach ganz, ganz toll und Matthias Malzieu, der macht es irgendwie, Schreiben und Lesen zu etwas ganz Besonderem irgendwie. So eine Sprache habe ich bisher, außer bei der Mechanik des Herzens halt eben, noch nie so richtig, wahrgenommen, der bin ich noch nie so richtig begegnet und ich finde es ganz, ganz toll. Also es hat mir auch, wie gesagt, vom Schreibstil wieder immens gut gefallen. Ich fand die Geschichte jetzt vielleicht nicht ganz so überzeugend wie zum Beispiel die Mechanik des Herzens, deshalb ein Punkt Abzug. Mich hat dieses diese Vogel- und Fliege-Thematik nicht so ganz überzeugt, sage ich mal. Wobei es auch hier wieder irgendwie trotzdem schön war, das Ganze zu beobachten, mitzufiebern mit diesem Tom, mit dieser Vogelfrau und mit sämtlichen anderen Charakteren, die er dort irgendwie kennenlernt. Auch wieder sämtliche Charaktere sehr, sehr schön gewählt, beschrieben und eigentlich hat man da wieder alle irgendwie ins Herz geschlossen. Ob das jetzt Tom ist, die Vogelfrau oder der kleine Viktor oder auch diese Krankenschwestern. Ich finde es irgendwie ganz, ganz süß beschrieben und hat mir auf jeden Fall richtig, richtig Spaß gemacht, das Ganze wieder zu lesen. Ich denke mal, die Punkte, die Sternebewertung wird es ja auch sagen und auch, dass ich das Ganze halt wieder in einem Rutsch durchgelesen habe, bezeugt es ja so ein bisschen. Und auch dieses ist wieder eine Empfehlung auf jeden Fall für euch. Wie gesagt, die Mechanik des Herzens ist noch ein Tickchen besser, aber auch das ist ein tolles Buch. Dieses Buch beschäftigt sich natürlich auch so ein bisschen
oder ein bisschen mehr, mit der Überwindung des Todes, mit der Liebe, mit Krankheiten und was Krankheiten, besonders auch tödlich verlaufende Krankheiten, mit einem machen können. Und ja, auch das ist ganz interessant zu verfolgen und es hat einfach Spaß gemacht. Wer das Ganze noch nicht kennt, dieses oder die Mechanik des Herzens oder wer von Matthias Malzieu noch nichts gelesen habt, das solltet ihr wirklich nachholen. Werft mal einen Blick drauf. Ich denke mal, dem einen oder anderen wird es bestimmt genauso gut gefallen wie mir. Und es würde mich natürlich interessieren, hat der ein oder andere dieses oder das andere Buch von ihm schon gelesen? Und was haltet ihr denn davon? Fandet ihr es auch so gut oder stehe ich da allein auf weiter Flur? Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Und bis dahin. Tschüss!